Hi, Jungs und Mädels da draußen an den Bildschirmen. Hier ist wieder Newcomer TV, live und in Farbe, Folge 34. Heute gleich drei Bands, die wir im Oktober 2018 aufgenommen haben. Und ich beginne mit der ersten Band, die Anfang 2018 gleich zwei Singles veröffentlicht haben, nämlich Creep World und Brave the Waves. Ihr wisst natürlich längst, ohne dass ich sagen musste, es handelt sich um die Band aus Frankfurt, Apart from Us, die einen unglaublich wilden Mix aus Pop und Punk auf die Bühne bringen. Jetzt hier für euch tanzt und macht Stimmung zu Hause. Das Konzert vom Oktober letzten Jahres, Apart from Us. Euch gibt es seit 2017. Wie habt ihr euch gefunden? Also war das Zufall irgendwie beim Einkaufen oder in irgendeiner Kneipe im Elver oder wie habt ihr euch gefunden? Also das Projekt ist tatsächlich aus einer alten Band entstanden, bei der Marcel und Jens schon zusammen Musik gemacht haben. Und ich bin tatsächlich über ein Facebook-Inserat von Marcel auf die Band gestoßen. Es gibt so eine Gruppe, Rhein-Main, Band sucht Musiker, Musiker sucht Band. Und da, genau, da habe ich ein Inserat von Marcel gesehen, dachte mir so, oh cool. Ja, genau. Pop-Punk, es läuft mir voll gut rein. Das würde ich total gerne auch mal machen. Ist halt nur für mich, ich komme aus Darmstadt, eine ordentliche Strecke. Da habe ich mir schon auf dem Weg gesagt, so, wenn es mir jetzt keinen Spaß macht, dann bleib ich zu Hause. Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Komponiert ihr in einem, also in so einer Art gemeinsamer Impro im Proberaum oder kommst du mit irgendwelchen Riffs an oder ist erst der Text? Wie funktioniert das bei euch? Also es ist so, dass die Songentstehung tatsächlich, oder sagen wir mal so, jeder wirkt halt mit an so einem Song und es ist oft so, dass natürlich der Marcel mit irgendeiner Riff-Idee oder einem Instrumental tatsächlich schon manchmal fertig kommt und dann kommt halt der Chris mit einem Text, ja, und ich gucke dann auch nochmal drüber, wie das Ganze so gut klingt und dann denke ich mir halt eine Gesangsmelodie aus und so wird es dann irgendwann zu einem fertigen Song dann gemixt, dann im Proberaum dann mit den Proben zusammen und das funktioniert halt echt hervorragend gut, also teilweise haben wir Songs an einem Tag geschrieben, manchmal haben wir uns auch natürlich mehr Zeit gelassen, aber das ist, hatte ich so vorher auch noch nicht in anderen Bands, also dass man so gut einfach funktioniert, ohne da wirklich großartig sich abzusprechen. Das ist wirklich ein Zahnrad, was ins andere übergreift, muss man sagen. Ja. Like gold, I'm
Schema Liebe oder Revolution? Alles Mögliche. Was heißt alles Mögliche? Autofahren, Speiseöl? Also, ja, also ich sag mal so, es sind eigentlich so alltägliche Probleme, die irgendwo jeder hat. Ich sag mal so, das sind so die Probleme, die man so mit Mitte 20 hat oder sagen wir mal so zwischen Jugend und Erwachsensein. Ja, und das, was in den Songs gesagt wird, sag ich mal, das drückt uns auch irgendwo alle aus. Also jeder kann sich mit einem unserer Songs identifizieren und wir wollen uns halt damit auch ja, selber ausdrücken. Die Idee war halt generell ein Video oder Musikvideo zu drehen, auch für beide Songs. Von Creep World, dieses Musikvideo ist eigentlich so im Affekt entstanden. Das haben wir halt in dem Zug, wo wir aufgenommen haben, in dem Studio, haben wir es auch gleich direkt mitgedreht. Und das Musikvideo zu Brave the Waves ist eigentlich jeder hat da seine Eindrücke reingebracht und dann haben wir daraus so ein Gesamtding gemacht und eigentlich kann man jetzt nicht sagen, da war einer spezifisch jetzt am Werk und hat gesagt, so machen wir das, sondern das ist immer alles von jedem irgendwie entstanden und das ist auch eigentlich so das, was wir halt rüberbringen wollen, dass nicht einer irgendwie so die Band ist, sondern dass das alles eine große Familie ist und wir sind ja auch nichts ohne die Leute, die uns zugucken. Also. Und ich möchte für euch begrüßen die Jungs von Corbion aus Offenbach, und zwar den Nils, den Pascal, den Steffen, den Alex und den Aaron. Hallo, dass ihr hier seid. Guten Tag. Hallo, danke. Servus. Moin, moin. Guten Tag. Wenn ich gucke in eurer Vita, euch gibt es seit 2013 und ihr habt euch musikalisch im weitesten Sinne des Wortes den Melodic Death Metal verschrieben. Ist dann für euch Halloween eigentlich die geilste Zeit im Jahr? Wir sind ja eigentlich immer verkleidet unterwegs, sozusagen, da wo wir herkommen.
vorstellen. Also was ist das Besondere an dieser Musik und woher kommt die Liebe zu dieser Musik? Also wenn ich jetzt in meinem Fall gehe, ich höre halt Bands wie Behemoth oder halt Belphegor, das ist alles so Black Death Metal. Es ist einfach das Feeling, was die rüberbringen, also sei es durch ihre Musik oder sei es durch ihre Bühnenshows. Und natürlich denkt man sich dann auch, ja, das packt mich schon so. Und dann macht man das natürlich auch. Ich meine, für dich als Drummer, als Meister des Blastbeats ist es natürlich eine schweißtreibende Show jedes Mal, Corbin. Hast du eine Sauerstoffmaske irgendwie hinterm Drum oder bist du so gut konditioniert? Das ist tatsächlich eine Ausdauersache. Also man muss es einfach üben, bis man irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergeht. Und nein, ich habe keine Sauerstoffmaske, sondern nach jeder Show bin ich einfach vollkommen im Arsch. Der junge Parsival aus den Nibelungen, Adonis Schön, steht auf der Bühne und hat diese krasse Stimme. Ist das eine bestimmte Technik, die du hast oder woher kommt die oder ist die in deinen Genen? War deine Mutter auch so ein Brüllmensch? Also auf jeden Fall steckt sehr viel Arbeit dahinter und auch eine Technik. Es ist teilweise sogar schwerer wie singen. Ich habe mich da auch ein paar Jahre lang informiert und Übungen gemacht und bla bla bla, bis man das Ganze überhaupt drauf hat, ohne sich dabei zu verletzen. Und was auch noch ein großer Teil davon ist, sind halt auch einfach die Emotionen oder in dem Fall auch Aggressionen, einfach die das Ganze auch formen. Ja, aber das heißt nicht, dass ich mir wirklich die Seele aus dem Leib schreie, sondern wirklich mit ein bisschen Bedacht dahinter. Ich kann ganz genau danach mit euch genauso hier ein Interview führen. Das wäre kein Problem. Viele Leute da draußen denken ja, wenn sie dieses Growlen hören, ja, was ist das denn für eine Sprache? Ist das Klingonisch oder was ist denn das eigentlich? Das sind da auch gar keine Texte, aber du schreibst ja richtig Texte. Also es gibt ja, du erzählst ja richtig Geschichten, ja, auf der Bühne. Worum geht's? Es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das meiste Persönliches oder auch zum Beispiel, also ich sag's mal so, rundum gefasst alles, was einen so beim Aufwachsen und so, was mich damals abgefuckt hat. Also das kann ich nicht anders sagen. Als junger Mensch, wenn man so aussieht wie ich oder Aaron, wir sind beide zusammen aufgewachsen, hast du manchmal nicht so viel zu lachen und es ist einfach unser Ventil. Es ist einfach so einfach, ja. Stand around, dying, yes, nothing. Yet all of us have sweat. No one can prevent us from fighting together. 2019, gibt es irgendeine Tour? Gibt es irgendwelche geilen Metal-Festivals, wo ihr zu sehen und zu hören seid? Bis jetzt ist es noch relativ ruhig um uns, was auch daran liegt, einfach weil wir jetzt gerade eine EP aufnehmen wollen, die nochmal alles in den Schatten stellen soll, verspielter, aggressiver, aber auch entspannter und das ganze Spektrum eben beinhaltet. Deswegen, ja, mal schauen, was noch kommt. Also die ersten Aufnahmen bei euch im Keller, habe ich ja gesehen, da hast du E-Drum gespielt. Das heißt, jetzt geht ihr ins richtige Studio und da baust du dein super geiles, vergoldetes, mit Edelholz geschmiedetes Drumset auf, endlich, und kannst es dann spielen. So wird es sein, oder? Sagen wir mal so, das ist eine Teils-Teils-Geschichte. Also wir haben tatsächlich angefangen, aus verschiedenen Drumsets was zusammenzuwürfeln.
das, was am besten klingt, haben wir benutzt oder verwenden wir eigentlich. Und experimentieren auch viel. Das heißt, keine Ahnung, ich bringe 5 Snares oder 6 Snares mit und wir sagen halt entweder die ist scheiße oder die ist gut oder die passt besser in den Song und wir verarbeiten verschiedenen Mitteln. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Set da hinstelle und das wird für alles benutzt. Also es ist schon so ein, es klingt schon anders, sagen wir mal so. Also ihr gebt euch auf jeden Fall akustisch viel Mühe. Ich bin gespannt, also Frühjahr 2019 wird sie rauskommen oder wann wird sie rauskommen? Das können wir aktuell noch zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen. Also wir sind jetzt aktuell in der Pre-Production, also quasi wir schreiben die Songs, wir arrangieren die Songs und dann gehen wir quasi zu ihm, unserem Gitarristen, der auch unser Album, also unsere EP produziert und machen quasi die finalen Songs. Also so weit sind wir jetzt aktuell. Echt, mir ist wirklich ganz verrückt geworden im Kopf nach diesen unglaublichen Klängen von Corbian. Und damit ihr ein bisschen wieder runterkommt und wirklich den morgigen Tag gefahrlos überstehen könnt, möchte ich euch jetzt den Clip der Woche ankündigen. Und zwar einen bezaubernden Künstler, Sebastian Dracu, mit einer akustischen Version seines Lieblingssongs für euch geschrieben im Schnee. Viel Vergnügen und ciao! Go breathe me and feel so warm. A world of madness lies in mayhem. How can it be so wrong? I touch your face, but you are too far away. Under my skin, so I won't feel. There ain't no helping hand. Count out your day. I just stay away. Ever after is a song that's never been sung. And in my mind, it feels like suicide when you can't seem to find your way to make it to the light. And it ain't right. No, but nothing is my friend. The path is hollow, dripping darkness till the very end. The days are full, the wind that blows through the tree. What stops turning for a second? Your face, but you are too far away. It's under your skin, so I can feel. I ain't no helping hand. Count out my days, I better stay away.
Happiness ever after is a song that's never been sung. Knowing